Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergefreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Yay. Wir sind immer noch im untergegangenen Königreich. Haben hier sehr viele Tore und alles, was wir untersuchen müssen und so. Aber wir sind hier oben noch nicht fertig. Also ja, wir sind immer noch in Rimmergans Welt. Und müssten uns Verbündete für den Kampf gegen die Drachen suchen und zwischendurch auch irgendwann mal rasten, um unsere Wunden zu heilen. So, wenn ich das hier aktiviere. Fließt hier unten das Wasser ab. Gut. Mikeke, der Gemäßigte. Achso, das ist der Kopf hier. Probieren wir mal aus, wo das Portal uns hinführt. Ach, hier hin. Und hier ist die wandernde Seele. Eine einsame, scherbe Sehnessenz treibt auf der Wasseroberfläche. Als du nach ihr greifst, erhebt sich ein Chor aus Geflüster deinem Verstand. Obwohl du das Flüstern nicht verstehen kannst, legt sich ein Schwall aus Angst und Misstrauen über dich wie eine dunkle Sturmwolke. Die Fremdhelfer kommen in seltsamen Booten und bringen Geschenke und süße Worte. Du überblickst alles von deinen vergoldeten Mauern aus. Der Wind wiegt deine Haare aus dem Kriegerzopf, während sie die vielen hundert Stufen zu den Toren deines Palastes emporsteigen. Die Angst ändert deine Meinung. Dein siebtes Kind, dein einziger Sohn, ist 10 Tage alt. Du willst ihm die Welt zu Füßen legen und du befürchtest, dass diese Fremdländer gekommen sind, um sie dir zu nehmen. So wie du sie anderen genommen hast. Mit einem Zucken kehrst du wieder zu dir zurück, während die Vision verblasst. Der raue Zelssplitter verkeilt sich in deiner Seele. Ja, da hat sich was geändert. Das untergegangene Königreich. Ich fand ein Seefragment im Wasser. Es zeigte mir das Treffen eines antiken Monarchen und eines neugierigen Reisenden aus einem entfernten Land. Mhm. Ja, hier kann ich leider gerade nicht durch. Da müsste ich hier oben das Wasser umleiten an der Stelle. War da oben eigentlich auch ein Seelenfragment? Auf jeden Fall ist unser Hund hier oben. Das sieht irgendwie lustig aus, wie der da unsichtbar das Schild hebt. Na gut, ich kann das Wasser hier umleiten. Sollte ich auch wahrscheinlich. Da wird es sich hier füllen, aber in das Becken müssen wir nicht mehr unbedingt. Und hier senken. Genau. Weil das Tor dürfte mich wieder nach da unten führen, wo ich hergekommen bin. Ja, das führt wieder zurück. Also das Tor führt nach hier. Das nach hier. Hier habe ich auf jeden Fall noch ein Tor und hier habe ich ein Tor und da sehe ich 2 Tore. Hm? Also gut, so wie das hier fast aussieht. Da war eine Lupe, jetzt ist da keine mehr. Jetzt ist da eine. Das Wasser stürzt in das Vergessen hinab und versprüht im Nichts. Aha. Also ja, bis jetzt habe ich ein einziges Fragment gefunden von dem Geist hier. Diese Statue ist mit Seepocken und Korallen überzogen. Ja. Instabile Seenessenz, Urwasser und Geisterreste. War gut. Ja, wenn ich das hier aktiviere.
fließt hier Wasser ab zu einer Seele. Und hier steigt das Wasser wieder. Okay, dann lassen wir das mal so erstmal. Können wir immer noch umkehren, wenn es soweit ist. Hier wollen wir auch rein, weil da ist ein Gegenstand auf jeden Fall. Das wird wohl nach da unten, oder? Ja. Ha, ist die große Frage. Wie kommen wir hier ins Wasser? Entweder das Tor oder das Tor. Wobei ich mal vermute, dass es das Tor sein wird, was mich hier rüberbringt. Und ja, ich schleiche lieber. Nicht, dass ich in eine Falle laufe oder wieder so einem Seelenernter in die Arme. Oder dem da. Der sieht jetzt nicht gerade freundlich aus. Und wir haben einen Hänger. Nicht gut. Okay, erst muss das Kleidzeug weg, dann kann der Große weg. Ja. Idee. Tag. Ciao. Oh, Palegina kann ja wenigstens einen zerstören von denen. Fenrir, stell dich mal tot. So, Idee. Buff dich mal. Du buff die ganze Gruppe. Okay, das hat leider nicht geklappt, also wir nehmen ihn einfach wieder. Können wir nicht, weil der da auf dem drauf steht. Also verpassen wir ihm einen Herzsucher. Das hat böse weh getan. Ja, verpassen wir ihm alles Mögliche, was wir haben, mal. Palegina, du heilst dich mal selber. Was hätten wir denn noch so Schönes im Angebot für dich? So. Der ist weg. Jetzt noch den Geister loswerden. Das sollte jetzt allerdings nicht ganz so schwierig mehr werden.
So. I'm listening. I'm here. Okay, nichts Besonderes dabei rausgekommen. Oh, aber hier ist was drin. Ätzende Sehnessenz, erbarmungsvolle Sehnessenz. Okay. Gut. Tread lightly. Wir sollten jetzt Wunden bei den Leuten vermeiden. So, ein Irrlicht aus Sehnessenz steht dir im Weg. Es streckt seine flüchtige Strenge nach dir aus. Offenbar spürt es etwas von seiner eigenen Seele in dir. Es sehnt sich danach, wieder mit dieser Phase vereint zu sein. Und du kommst nicht umhin, es zuzulassen. Du breitest eine Karte deines Imperiums der Länge nach auf deinem großen Esstisch aus. Der Fremdländer schnarcht nach Luft, als du ihm deine Grenzen zeigst, die sich bis ans Ende der Welt erstrecken. Erstaunt, als du die vielen Gestandenen aufzählst, die du mit deiner Herrschaft vereinst. Dein Sohn sitzt auf deinen Knien und brabbelt, der Fremdländer lächelt. Er sagt, dass du in der Gunst der Götter stehen musst, wenn sie dir ein solch großes Reich und einen solch prächtigen Erben geschenkt haben. Du stimmst zu, die Götter haben dich tatsächlich gesegnet. Das Irrlicht aus Essenz klammert sich an die anderen in deiner Seele und strahlt deine Unbehaglichkeit aus. Ja, das zweite Seelenfragment zeigte mir das Bild eines Königs, der begierig darauf war, diesem fremdländischen Besucher das Ausmaß seines Königreichs zu demonstrieren. So, dann lassen wir hier mal Wasser. Die untergegangene Krone. Ich habe jetzt aber keine andere Tür mehr. Also ja, ich habe hier das Wasser hier oben irgendwo abgelassen. Hier ist jetzt auch wieder alles vollgelaufen. Frag mich halt, ob ich dann auf der Seite wieder rauskomme, weil hier ist das Becken, um hier das Wasser abzulassen, auf jeden Fall. So, noch ein Teil einer wandelnden Seele. Ein umherwandernder Klumpen aus Seelenessenz wartet in der Mitte des Pfads auf dich. Also spürt, dass Teile von ihm sich bereits in dir befinden, schnellt es auf dich zu, um sich mit ihnen zu vereinen. Dein Volk winkt und ruft deinen Namen, während du den Fremdländer in deiner Stadt herumführst. Du hast seinen Rat mittlerweile mehr zu schätzen gelernt als den deiner eigenen Berater. Er würde sich nicht von all den Zeremonien und der Etikette um deine Person beeinflussen lassen. Er hat darum gebeten, ihm in der Mitte der Stadt einen Ort zuzuweisen, auf dem er eine Vorrichtung konstruieren will. Dein Volk besteht aus Seelenformen, erklärt er, und sie haben einen Weg gefunden, mit den Göttern zu kommunizieren. Alles, was sie brauchen, ist ein Ort, der der Macht der Götter würdig ist. Nur zu gerne stimmst du zu. Der Klumpen aus Seelenessenz vermischt sich mit den Stücken, die bereits innen wohnen. Ein stechender Schmerz fährt durch deine Brust. Furcht. Nicht deine, sondern die der Seele. Sie hält es nicht aus, alleine zu sein, aber sie will auch nicht vollständig sein. Ja, im dritten Seelenfragment sah ich, wie der König zustimmte, seinem neuen Berater einen Ort zuzuweisen, um dort eine Maschine zu bauen, mit deren Hilfe man mit den Göttern sprechen konnte. Aha. Sicher nicht. So, wo führt mich jetzt der hin?
Quest aktualisiert, hä? Nö.